ich glaube halt schon, dass ich eine relativ positive Ausstrahlung habe. Und es wäre vermessen zu sagen, dass mir alles an mir gefällt. Klar, man könnte irgendwie noch, man könnte größer sein, athletischer, was weiß ich, das würde mir wahrscheinlich besser gefallen noch. Trotzdem ist es halt so, dass ich mit meinem Körper doch relativ im Reinen bin. Also ich habe nun mal nur den, ja, und versuche den einigermaßen zu pflegen. Ich habe mich mit mir, mit meiner Erkrankung wirklich arrangiert. Mein Name ist Frederik Heinrich, ich bin geboren in Berlin 1980 am 27. Januar. Ich bin sozusagen Diplom-Biochemiker und mache jetzt gerade meine Doktorarbeit, an der ich auch schon ein bisschen länger sitze, seit über 4 Jahren jetzt. Ich bin ja in der Forschung tätig am Deutschen Rheuma-Forschungszentrum. Was ich wirklich an diesem Institut liebe, ja, ist das Miteinander irgendwo, weil wenn man bei uns ist, wenn man bei uns anfängt, wir duzen uns halt alle untereinander. Das heißt, der Institutsdirektor wird halt mit Andreas angesprochen und genauso redet er mich halt mit Freddy an. Und es ist halt eine wirklich angenehme, familiäre Atmosphäre. Und das finde ich halt unheimlich wichtig, weil sozusagen Forschung ist so ein bisschen hartes Brot. Ja. Man wird jetzt nicht unbedingt reich damit und man braucht auch eine doch relativ hohe Frustschwelle, um da auch wirklich Spaß dran zu finden, obwohl man selten quasi Erfolge hat. Leute, die mich kennen, Freunde von mir, die wissen, dass ich selbstständig bin und mir wird häufig Hilfe angeboten und ich glaube wirklich dadurch, dass ich halt auch versuche, auf die Menschen zuzugehen, erfahre ich halt das Gegenteilige auch mir gegenüber. Und insofern ist das positiv, würde ich sagen. Ich steche halt schon irgendwie raus. Und als Kind, als Jugendlicher war das für mich oft schon nervig einfach. Also klar, ich bin damit aufgewachsen, aber gerade so in der Pubertät, da ist man ja nun nicht immer unbedingt das Selbstbewusstsein in Person. Da ist es halt mitunter ein bisschen, da ist es wirklich nervig. Das sind so Situationen, wenn halt Kinder irgendwie fragen, was ich hab oder mit dem Finger auf einen zeigen. Als Jugendlicher hat mich das wirklich gestört auch mitunter. Aber mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde nicht sagen, es ist Ignoranz, aber ich krieg's halt so nicht mehr so mit. Also ich achte zwar wirklich gut auf meine Umwelt, aber diese Sache, dass halt andere sozusagen mich als anders wahrnehmen, das nehme ich nicht mehr so wahr. Mir ist es halt auch wichtig, dass halt behinderte Menschen auch völlig normal sind, auch wenn wir vielleicht nicht immer so aussehen wie die anderen, dass wir doch relativ bieder und normal sind eigentlich. Wenn ich Freizeit habe, dann halt Zeit verbringen mit meinen Freunden. Also sei es am Samstag hier Fußball zu gucken, ja, schön Sportschau, schön mit einem Bierchen, ja, und einfach mal ein bisschen den Bräu raushängen zu lassen, ja, das mache ich gerne. Da gibt es, finde ich, ein sehr schönes Zitat, ja, von einem meiner besten Freunde. Er meinte, ja, ist klar, dass du Bayern-München-Fan bist. Alle Bayern-München-Fans sind behindert. Ich weiß, dass ich sehr, sehr positiv bin, dass ich fast manisch bin manchmal und dass ich halt auch ein bisschen die Gabe habe, andere Leute damit anzustecken. Also das ist auch was mir häufig gesagt wird. Das ist vielleicht was man wirklich so als positive Sache nennen kann, die mir von anderen Leuten, auch von Fremden schon wirklich so entgegengebracht wurden, dass ich halt wirklich einfach so viel Positives ausstrahlen kann, dass ich ja auch quasi die wirklich mitreißen kann. Und das ist wirklich
Das ist halt was, das wurde mir irgendwie in die Wiege gelegt, anerzogen, ein bisschen aus allem wahrscheinlich. Und das ist so ein bisschen das, was mich vielleicht ausmacht.